So Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es das Crash-Sortiment von Nico, hier zu sehen mit dem alten 3-Sterne-Logo. Das ist die Bopi-Variante, die gibt es auch noch mit Kevins. Dreh das mal kurz um. Edel. Natürlich keine NEM-Angaben, ist ein bisschen älter, aber wir werden das jetzt mal genüsslich aufreißen. Ja, los. Nein, so seid... Okay, er macht's. Er macht's auch dezent, Leute. Ja, was haben wir denn alles hier so drin? Hier auf jeden Fall Packet Cracker. Zweimal. Dann hier einmal Pyro Cracker. Und der Wind. Geil. Hier war es immer Yung Long Hong als Importeur. Und sie schließt eine. Oh, das sind. Was ist das denn? A. B oder A? Nee, B sogar. Fast. B. D. Und als letztes haben wir hier noch die China Böller D. Ich würde mal sagen, wir fangen mal mit dem kleinsten an, also den Packet Cracker. Zeig mal, was die. Ich habe nicht so das gute Gefühl bei denen. Also ich weiß nicht, ob die stark wären. Ah ja, da sind sie frei. Krass. Das sieht eigentlich ganz solide aus, würde ich sagen. Naja, zieht mal an und mal gucken, was die so sagen hier. Okay, die waren doch ein bisschen besser als erwartet. So, jetzt haben wir hier die Bubi Pyro Cracker. Deine Kamera ist dreckig. Meine Kamera ist dreckig? Wo? Ja. Das ist mir relativ egal, mein Okay, Freund. Ja, gut. So, der wird das hier mal aufreißen, der liebe Böller-Chick. Das ist interessant, ob die jetzt noch zugestopft sind. Ich denke ja. Wir haben auch schon den Beweis dafür. Schön dick gewandet. Gewandet? Ja, und zugeklebt. Und dann machen wir einfach 3 Stück. Mal gucken, was die vom Knall her sagen. Ja, nicht schlecht. Oh. Kann sich eigentlich hören lassen, sage ich mal so. Noch ein. Richtig geil, Alter. Jetzt die B. Der Böller-Check hat mich schon hier ganz verwundert angeguckt. Der muss doch. Schön. Auch ebenfalls gleich ungefähr von der Verarbeitung. Vorne wieder schön zugestopft. Hinten Leim. So sehen die aus. Knallkörper steht drauf. Mal gucken. Dann ein bisschen auf sich warten lassen. Aber die waren jetzt nicht viel lauter als die Pyro Cracker, oder? Nicht wirklich. Ne. Mal. Und zum Schluss haben wir hier noch die D-Böller, die dicken. Wie die so aussehen. Ja, ranzig, ne? Oh Gott. Aber noch schön dick zugestopft hier. Hinten rote Pest. Mal gucken, was sie sagen. Schlecht war es aber nicht. Klang ganz gut. Machen wir gleich hier noch einen. Na, der war auch gut. Ja, also das Set ist ganz gut, aber es ist halt schon ein bisschen teuer zu bekommen. Aber ich sag mal so, für 8 Euro ist das noch gut drin. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein und ciao.